Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Production Line. In der letzten Folge haben wir schon wieder eine Produktionslinie verbessert im Sinne von der Motormontage. Heute warten wir gerade mal eben kurz noch darauf, dass die Forschung für die Forschungszentren fertig wird, um dann die Achsenmontage zu verbessern, um entsprechend hier Nachschub zu bekommen. Ich hatte noch mal eben fix die Roboter gesetzt. Wir könnten auch noch mal Roboter erforschen, aber das würde ich dann eher später machen. Als nächsten Schritt nach der Achsengeschichte eventuell. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier mit den Stückzahlen hinkommen. Im Moment läuft es hier noch ein bisschen langsam, weil wir die Zubehörmontage noch nicht auseinandergedröselt haben, weil hier werden ja auch vier Schritte immer gemacht. Die brauchen nämlich 12 Minuten. Gut, da können wir jetzt mal ruhig drauf warten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, mit Vollgas sind wir schnell hier fertig. Wir sind bei 63 bei den Forschungszentren, die ich dann hier unten eben wegreiße und oben neue setze, was natürlich dann die Forschung auch verbessert. Wie viele Punkte machen wir jetzt in der Forschung? Ich schaue mal gerade eben 0,7. Da werden wir das so auf einen Punkt oder so pro Minute hochbringen. Und dann geht es weiter. Wir haben ganz guten Geldzufluss. Die Fahrzeuge, die wir produzieren, werden uns aus den Händen gerissen, mehr oder weniger. Obwohl wir gar nicht viele Extras drin haben, sprich gar keine. Da war die Konkurrenz ja ein bisschen schneller. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt hinzugehen und die Effizienz erforschen. Mir ist es aber halt immer ein Anliegen, sofort die Effizienz hochzuziehen, um dann die Einzelteilforschung zu machen. Und momentan gibt uns das eigentlich auch recht. Der Rubel rollt. Wir haben Geld zum Investieren und die Forschung ist jetzt gerade auch fertig geworden. Jetzt wollte ich in die Fahrwerkspezialisierung, die ist mehr als sofort fertig. Wir werden aber eben fix die Dinger hier wegreißen, das heißt die Forschung stoppt natürlich erstmal kurz. Und dann setzen wir die einfach mal hier so mitten mang. Ne? Ich sollte vielleicht die Zeit mal ein bisschen runterdrehen in der Zeit. Die Zeit in der Zeit, ja, nee, ist klar. So, Forschungszentrum und jetzt brauche ich nur die Taste Shift halten. Dann können wir da welche nebeneinander setzen. Machen wir mal 6 Stück. So, und dann haben wir nämlich 1,2 Forschungspunkte. Na, das ist doch ein Traum. Gut, jetzt wird das Richtige erforscht. Genau, Fahrwerk. Das ist ja ruckzuck fertig mit 140 Punkten, mit 400 Punkten oder wie viel das waren. So, dass wir dann dieses hier auseinandernehmen können und dann können wir in die Karosserieforschung noch investieren. Genau das ziehen wir nämlich dazwischen, dass wir eine zweite Karosserieform anbieten können. Denn wenn man hier in den Markt reinschaut, das ist falsch, dann heißt es nämlich falsche Karosserie an Karosseriestil, mein Gott. Nämlich 30% der Kunden, die reinkommen, sagen, nö, das ist nicht das, was ich suche. Von daher würde ich das nämlich dann ganz gerne eben zwischendurch auch noch reinmachen. Und wenn Karosseriestil da ist, dann gehen wir auf die Zubehörmontage, um dann hier auch Gas zu geben. Ich könnte theoretisch jetzt hier noch eben eine zweite nebensetzen. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, denn bevor wir hinten das gebaut haben, ist die Forschung auch schon wieder fertig. Das sind nämlich alles nur so kleine Punkte. So, das ist jetzt drin, Karosseriebau. Quatsch, völlig falsch. Das hier nämlich. Genau, wir müssen auch die Achsen machen und dann kommen wir nämlich Vorder- und Hinterachse und dann haben wir das nämlich 750. Komm, wir setzen noch zwei daneben. Ich bin heute spendabel. So. Dann haben wir das nämlich ruckzuck fertig. Und ruckzuck ist das Geld auch weg. Lohnt es sich hier einen nebenzusetzen? Ich bin gerade überlegen, was kostet es denn? Eigentlich will ich das nicht machen. 70.000. Nö, lassen wir. Wir geben mal das Risiko ein, dass wir da das nicht machen. So, ich hoffe, dass das hier auch gleich noch passt. Da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, weil die zu dicht dran sitzen. Aber wir können den ja einen rüberziehen. Das ist ja nicht das Problem. Überrollkäfig, also geht das hier los. Das heißt, hier schließen wir an. Ja, kriegen wir hin. Das wird wohl klappen. Jetzt machen wir eben Pausenmenü. Wo sind wir denn? Fahrgestell, Achsenmontage. Das wird jetzt erstmal auseinandergedröselt und dann wird das hier auch noch auseinandergedröselt.
Und dann sind wir auch Fahrgestell, Benzintank. Die beiden können wir theoretisch schon setzen. So, haben wir jetzt noch eine Sache. Achsenherstellung? Nee. Das heißt, wir sind da, wo wir hin wollten. Dann kann ich jetzt direkt schon die Spezialisierung nebenher erforschen. Und mal in die langsame Geschichte reingehen. Ich reiß die mal hier weg. Weil wir es können. Die reiße ich jetzt auch weg. So, Fahrgestellmontage. Achsenmontage, Vorder- und Hinterachse. Nee, das machen wir andersrum und zwar in diese Richtung. Wir müssen da anschließen. Ich könnte den jetzt so setzen. So, Fahrgestell. Was fehlt denn hier noch zwischen? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Fehlt mir da noch ein Slot? So, machen wir das einfach mal so. Ich werde es jetzt gleich mal herausfinden, ob ich da noch was übersehen habe. So, perfekt. Jetzt können wir die alle anschließen. Das machen wir einfach mal auf den direkten Weg und den ebenfalls. Dann haben wir hier eine Verbindung. So. Ich bin mir gar nicht sicher. Fehlt da noch was zwischen? Schauen wir gerade mal ins Forschungsmenü. Wo waren denn die Achsen? Achsenspezialisierung, Achsenherstellung. Nö, da ist nichts mehr. Benzintankherstellung. Ach so, das ist, nee, Lenkstangenmontage, alles klar. Das ist die, ja. Soll wohl klappen. hoffen wir mal. Auf jeden Fall müsste jetzt dementsprechend das hochschnellen, schnellen. Und dann können wir nämlich hier schon die Zubehörmontage auseinandernehmen und gleich auch nochmal einen Elektronik-Slot dahinter setzen. Nö, das machen wir, wenn wir ihn brauchen. So, komm mal her, gib Gas. Geld muss ich nämlich haben. Das Problem ist, ich muss jetzt gleich Autos wegschmeißen. So, damit haben wir die Einzelmontage-Dinger alle gesetzt. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Kotflügel-Spezialisierung vor oder hinter. Achso, das haben wir eh schon alles gesetzt. Schiebedachherstellung, Achsenherstellung, das ist alles nur noch Herstellung, das passt. Und da sind wir hier nämlich. Jetzt werden wir... Ich hatte mir was vorgenommen, ich habe schon wieder vergessen. Erweiterte Produktion brauchen wir gerade nicht. Hochleistungskraftwerk könnten wir setzen. Lass mich mal eben überlegen. Ich denke mal, wir sollten erst noch die Effizienz erhöhen. Importpriorität brauche ich nicht. Schnellerer Import ist das nächste, was kommt. Ziehen wir jetzt einfach alles durch. Tschüss. So, wir können die Zubehörmontage setzen. Ja. Okay, das macht jetzt gerade nichts. Scheinwerfer. Ich will die Autos nicht wegschmeißen. Wahrscheinlich völliger Blödsinn, aber egal. So, dann kommt die Hubmontage. Klimaanlage muss ich einen Slot für frei halten. Ich glaube, da müsste ich sogar noch mehr für frei halten. Schauen wir mal, wie wir hinten hier auskommen. Eventuell das einmal rumziehen. Schauen wir mal. Mal wieder. Toll, die sitzen ausgerechnet auf der anderen Seite. Egal. Hubmontage haben wir. Das heißt, jetzt kommen die Sitze.
Wieso kann ich ihn nicht wegmachen? Ja, super. Das wollte ich unbedingt wegmachen. Pause. So, komm, reiß weg den Scheiß. Dann machen wir das mal ganz in Ruhe hier. Jetzt kommen wir eh wieder nur durcheinander. So, das sind die Scheinwerfer. Das heißt, hier kommen die Hupen hin. Möp, möp. Da kommen die Sitze, da kommen die Frontscheiben hin. Klimaanlage lassen wir einen frei. Das heißt, der kommt hier hin und hier können wir dann das nachher umbauen auf Elektronik. Denn die Klimaanlage kommt dazwischen, alles klar. Ein Traum, wenn es denn funktioniert. So, anschließen. Dann machen wir auch den direkten Anschluss und fertig. Und dann können wir wieder laufen lassen, hoffe ich mal. Da warten wir jetzt kurz noch irgendwie auf die Ressourcen. Und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Wie gesagt, Klimaanlage müsste dann später hier rein und Elektronik muss ich hier... Ach, das ist glaube ich so ein Krumpelslot, ne? Uiuiuiui. Schauen wir nachher mal. Eventuell den nachher einmal hier dran setzen. Oder auch hier hinten rum, dann kann man hier noch einen Bogen machen, das ist alles kein Problem. So, damit haben wir jetzt, haben wir alles? Ich glaube wohl, ne? Alles auseinandergezogen. Das heißt jetzt Gas geben. Und Gas geben kann ich schon hier, weil die ja nämlich ziemlich langsam ist. Wie man sieht, staut sich das hier schon. Ja. Wenn der durch ist, schnellere Imports, dann gehen wir auf die Karosserieforschung. Das können wir noch nicht. Exakto Mundo jetzt. Da muss ich mal schauen, wo ist denn das überhaupt? Wiederverwertung, Advanced Glass Processing. Das ist übrigens auch neu reingekommen. Glasproduktion. Wie man sieht, kann man dann die einzelnen Sachen herstellen, was mit Glas zu tun hat. Wo ist denn jetzt mein... Was suche ich denn gerade? Ich habe keine Ahnung, was ich suche. Das ist wieder ein Traum. Genau, die Karosserie, Fabrikerweiterung, Verwaltung, mehr Karosserien. Das heißt, wir müssen hier und dann können wir auch mehr Karosserien, dann SUV und Kleinwagen. Sehr schön. So langsam geht nämlich das Geld nicht zu Neige, aber ja gut, wir haben gut gerade investiert. Von daher ist er schon okay. So, Autos werden verkauft, das ist perfekt. Das heißt, das passt. Armaturenbrett hätte ich gar nicht bauen müssen, doch hätte ich wohl müssen. Aber hier wird noch nichts eingebaut. Deswegen lohnt sich die extra Roboter noch nicht. Der ist nämlich bei einer Sekunde, eine Minute. Heizung, Fahrer-Airbag. Das heißt, das werden die ersten Sachen, die wir dann auch erforschen. Heizung, Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag und Luxusgüter sozusagen. Bob ist wärmer. Gut. Wie sieht's hier aus? Hier staut sich nichts. Das ist schlecht. Das heißt, wir sollten, warte auf nächsten Slot. Ich muss mal schauen, welcher der ist, der als erstes wartet. Die warten alle hier schon. Beziehungsweise wir haben hier 3 Minuten, da haben wir 4 Minuten. Das heißt, du kriegst schon mal Roboter verpasst. Hier schaut sich nämlich langsam auf. Und da noch nicht. Letztendlich werden wir eh dahin kommen, dass wir alle upgraden. So, die Trocknung können wir noch nicht verbessern. Ist immer das Falsche, was man erforscht. Ich würde mir doch nicht sagen, dass das jetzt schon so langsam ist hier. Puh. Naja, wir können ja hier noch ausweichen. Die werden eventuell danach auch verschwinden. Die können wir nämlich schön nach hier unten gleich setzen. Sofern wir dann mal die verbesserten Kraftwerke haben. Deswegen ist es auch gar nicht so sinnvoll, die noch zu erweitern. Ja, hier ist noch langsam. Trocknung müssen wir dann beschleunigen. Weil die Trocknung kann ich ja einfach noch welche dazu bauen. Das ist ja nicht das Problem, ne? Nö. Das machen wir auch. Lackierung, finale Trocknung.
Den setzen wir jetzt hier hin, ne? Ja. So und so. Wie gesagt, hier mal den Platz lassen für die Polierung. Polierung. Polierung heißt es, ne? Genau, Polierung, alles klar. So, der ist bei 4 Minuten, die sind bei 14. Na, reicht noch nicht ganz. So, Verwaltung ist fertig, das heißt, wir können jetzt in mehr Karosserien reingehen. Das werden wir heute aber nicht mehr schaffen. Das heißt, wir können jetzt mal schauen, wo es sich lohnt, die Produktion zu beschleunigen. Das heißt, hier können wir noch eine Trocknung nebensetzen. Die setzen wir dann auch am besten nach oben, ne? Ja, damit wir unten noch ein bisschen Platz behalten. Hier kann ich noch eine Lackierung nebensetzen direkt. So, Lackierung, Grundierung, Trocknung. Die kann ich eigentlich auch so setzen, ne? Ist mir gerade mal so eingefallen. Irgendjemand schrieb in der letzten Staffel in den Kommentaren, wie viel Trocknung und wie viel Lackierung man zueinander braucht. Ich habe es aber schon wieder vergessen, beziehungsweise jetzt schaue es nicht nach. Das heißt, immer mal gucken, wie das hier so gerade eben läuft. Trial and Error. Die ist definitiv zu langsam. Das heißt, bei 3,54 sind wir und wir schrauben hier mit 2 Minuten und. Die ist bei 3,49. Das heißt, der ist minimal schneller in der Dachmontage wie die eine Lackierung hier. Grundierung ist es ja. Aber das soll uns auch nicht stören. Ja, momentan erstmal ein bisschen warten. Wir brauchen übrigens wieder Geld und zwar gar nicht so wenig. Nebenbei, ich habe 28 Autos auf Halde, das ist schlecht. Deswegen müssen wir die mal gerade billiger machen, bevor wir hier gleich den Arsch hochreißen. Fällt mir gerade auf. Böse Falle. Ich muss Autos verkaufen. Ulala. Preisspanne zu niedrig, ich verstehe es nicht. Wie viel produzieren wir? Einnahmen. Ah, wir sind bei 100. Zu 70. Es werden immer mehr Fahrzeuge. Alter. Mach mich nicht pleite. So, wir müssen sie verschenken. So, jetzt geht's los. 280, 32. Ja, gerade noch gerettet, glaube ich. Uiuiui. Da kriegen wir schon. So, wir haben dann die andere Karosserie, hoffe ich schon. Das heißt, dann würde ich noch auf computergestützte Verkäufe gehen, dass wir dort schneller verkaufen können. Denn wenn wir auch mehr produzieren, müssen wir auch schneller verkaufen. Das kriegen wir schon hin. Hier habe ich nämlich jetzt keinen Export-Slot, nur hier oben. Das heißt, ich müsste den von hier nach ganz oben transportieren. Das will ich aber noch gar nicht. Alter, verkauf den Krampel doch mal. Ist ja furchtbar. Würden wir nicht hoffen, dass es in Rose geht. Zur Not können wir ja noch ein paar Sachen wegreißen. So, mehr Karosserien habe ich jetzt. Ich hoffe, dass ich da nicht erforschen muss. 2250, da gehe ich jetzt sofort drauf. Beschleunigter Verkauf, da kann ich auch noch mal extra drauf gehen. Kann ich jetzt schon... Nee, ich müsste jetzt noch die anderen weg erforschen.
Das heißt, ich muss jetzt wirklich erst noch die Karosserie erforschen. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Schauen wir mal in der nächsten Folge, ob wir pleite gehen oder nicht. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Production 9. Bis dann. Ciao.